Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir machen heute was ganz, ganz Einfaches, super Leckeres. Und zwar machen wir Rummelfleisch. Also so nennt Saskia das auf jeden Fall. Generell ist das Zwiebelfleisch oder Jahrmarktsfleisch oder Imbissbuden... Na, Imbissbudenfleisch ist es nicht, oder? Also auf jeden Fall ganz, ganz schön eingekochtes Fleisch mit ordentlich Zwiebeln und super lecker. Im Bobby-Style heute. Ne? Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Was brauchen wir für unser Zwiebelfleisch? Natürlich Zwiebeln und zwar ordentlich. Hier, Freunde, 1,8 Kilo Zwiebeln und dazu passen wundervoll 1,8 Kilo Fleisch. Duroc, Nacken, geordert bei den Fleischrebellen. Freunde, ja, viele Rezepte geben vor, dass man mehr Zwiebeln nehmen muss als Fleisch. Macht das, wie ihr denkt. Ich bin ein Fleischtyp, deswegen nehme ich immer 1:1 Zwiebeln und Fleisch. Wir brauchen ein bisschen Bacon dazu, denn Bacon macht alles besser und nichts schlechter. Genauso verhält sich das mit Knoblauch. Also ordentlich Knoblauchzehen, ich weiß ja nicht, wie viel das ist. Das genaue Rezept unten in der Box, wie immer, ihr wisst das. Ne? Ansonsten Dornfelder trocken, also einen trockenen Rotwein, da könnt ihr auch nehmen, was euch schmeckt. Wir brauchen ein bisschen Agaven-Dicksaft und wir brauchen Bobby-Style eine A1-Soße. Das ist eine sehr, sehr essiglastige Barbecue-Soße. Ich glaube sogar Nummer 1 in Amerika. Die gibt es bei uns im Shop. Wenn ihr die nicht kaufen wollt, dann könnt ihr optional auch nehmen eine Barbecue-Soße, ein bisschen Essig, vielleicht ein bisschen Worcestershire, sowas in der Richtung. Ne? Oder die, weil die macht das Ganze richtig, richtig rund. Dann brauchen wir noch auf jeden Fall heute einen wunderschönen Küchenhobel. Und zwar den von Gefu, Gourmet-Hobel. Und dann nicht vergessen, Freunde, auf alle Produkte von Gefu bekommt ihr mit dem Gutscheincode BARBECUE20 20%. Link dafür auch unten in der Box. Wisst ihr Bescheid. Ne? Und dann Gewürzen von der Spice Bar. Heute Mestermische, scharfe Keule, Berliner Schnauze und Kokosblütenzucker. Das war's auch schon, oder? Bierchen? Ja, Prost auf euch. Hm? Denn auch zu Rummelfleisch schmeckt jedes Bier besser aus dem 030 Barbecue-Glas. So, Werbung Ende. Los geht's. Zack, durchstarten. Und damit die Zwiebeln auch ordentlich Zeit haben, um noch ein bisschen Wasser abzugeben, starten wir auch mit den Zwiebeln. Wie gesagt, 1,8 Kilo große Zwiebeln. Ihr könnt die jetzt alle mit einem Messerchen kleinschneiden. Das dauert eine ganze Weile. Oder Gourmet-Hobel, Freunde. Zwiebeln schneiden ohne Weinen. Und zwar sehr, sehr fix. Zwiebel aufstecken und dann einfach über den Hobel ziehen. Und guck mal, Zwiebelringe erschaffen. Wundervoll. Also, ich gebe mal eine Prognose ab. 1,8 Kilo Zwiebeln in unter einer Minute. Ich starte durch. So. Also, exakt, Freunde, 38 Sekunden. Und ich war wirklich langsam heute. Ich glaube, das geht auch noch ein bisschen schneller. Aber schneidet mal so einen Berg Zwiebelringe in 38 Sekunden. Ne? Challenge accepted, würde ich sagen. Nochmal ein kleiner Küchentipp im Punkto Zwiebeln und Knoblauch. Also alles, was geschält werden muss. Wenn ihr ganz, ganz viele Zwiebeln habt und auch ganz viel Knoblauch, legt euch das Zeug vorher in warmes Wasser ein, circa 10 Minuten. Dann lässt sich das deutlich einfacher schälen. Ne? Kleiner Tipp am Rande. Probiert das mal aus. So, Zwiebeln sind fertig. Die zurück in eine Schüssel. So, weiter geht's. Zwiebeln kneten und zuckern, Freunde. Ein genaues Rezept. Ja, ich schreibe euch ja unten was rein. Ich denke so, wir brauchen 3 Esslöffel Zucker, ungefähr Kokosblütenzucker. Und das wird jetzt erstmal abgezuckert. Ja, und dann eingeknetet. Und zwar könnt ihr die richtig brechen. Ja, wir wollen da ein bisschen Flüssigkeit rausholen aus den Zwiebelchen. Also zuckern und kneten. Könnt ihr mal kurz hier 2-3 Minuten machen. Und zwar richtig mit Kraft. Na, guck mal, so sieht es dann aus. Die könnt ihr eigentlich auch jetzt schon essen. Super lecker. Nochmal kurz stehen lassen. Fleisch. Zu unserem Duroc-Nacken. Ihr könnt den jetzt ganz, ganz klein schneiden oder ihr schneidet euch Scheiben. Ich schneide mir Scheiben und Streifen. Das macht sich für mich immer am besten. Das könnt ihr aber halten, wie ihr wollt mit dem Fleisch. Am Ende müsst ihr das bloß alles in die Schale hinkriegen und dann macht ihr quasi der Grill alles von alleine. Also wir schneiden uns hier mal dickere Steaks runter. Ja, hier, guck mal. Die könnt ihr jetzt so nehmen und so hinlegen oder halt, wie gesagt, noch ein bisschen kleiner schneiden. Deswegen schneiden wir uns jetzt hier oben mal so ein paar Streifen runter. Das Rezept, Freunde, habe ich nicht erfunden. Ja, da gibt es schon einige im Internet. Die sind auch alle sicherlich gut. Aber das hier heute ist halt Bobby-Style. Ne? Ihr kennt ihn, Freunde, ihr kennt ihn. Also so Streifchen schneiden. Und das kommt jetzt alles ab in eine Schale. Machen wir ein bisschen breit, weil wir wollen gleich würzen. Aber vorher noch Bacon. Ah, den schnappen wir uns auch und schneiden den so grob klein. Ne? So mundgerechte Stücke, sage ich immer. Also irgendwie sowas. Beim Bacon schneiden immer bitte aufpassen, dass ihr nicht alles von dem Bacon schon vorher... wegäscht. Also, Rinder. Und den auch schön damit zu
Das mischen wir alles gleich noch durch, da kommen auch die Zwiebeln dazu. Das wird halt eine wunderschöne, geile Masse. Und das Ganze jetzt grob abwürzen mit Mestermische. Und jetzt hier wieder nicht sparen, Freunde. Ne? Erstmal eine Prise Mestermische hier rüber. Zack. So, scharfe Keule. Wir wollen ein bisschen Hitze drin haben. Zack. Und noch ein bisschen Rauch durch Berliner Schnauze. So ungefähr. So. Und alles schön durchmengen. Und wenn ihr zwischendurch seht, das ist noch nicht rot genug, dann noch mehr Mestermische. Aber alles nach Gefühl, Freunde. Ihr könnt da schwer was überwürzen. Und wenn wir bei der Farbe hier angekommen sind, Freunde, dann ist das auch schon durch. Jetzt noch den Knoblauch mit dazu. Na komm, wir lassen niemanden zurück. Zack. Und die Zwiebeln. Ja. Auch hier bitte alles mitnehmen. Die Zwiebel ist ja wertvoll in dem Fall. Zack. Und das jetzt auch nochmal schön untermischen. Ah, zack, guck mal. Fertig, ne? So einfach, so schnell und super lecker am Ende. Ganz, ganz schnell vorbereitet, macht euch keinen Kopf mit. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Soße oder unser Sud. Den schmeißen wir jetzt zusammen. Also, Rotwein, trocken, Freunde. Probieren wir mal. Ja, kann man trinken. Ungefähr 300, 350 Milliliter. Rinne ins Glas. 350, so knapp. Dann nehmen wir eine Flasche von der A1 Soße. Wie gesagt, wenn ihr die nicht habt, könnt ihr da auch mit Worcestershire Soße und Essig und der Barbecue Soße eurer Wahl arbeiten. Aber die hier ist halt essiglastig und deswegen passt sie in dieses Gericht sehr, sehr geil. Also, die ganze Flasche mit dazu. Sehr gut. Und ein bisschen Agavendicksaft. Ah, nach Gefühl. So, ein ordentlicher Spritzer, würde ich sagen. Und das jetzt einmal durchrühren. Nochmal probieren. Und das jetzt hier rüber einfach gleichmäßig verteilen. Dass ihr alle ein bisschen was abgekriegt hat. Ne? So, ganz zum Schluss einfach nochmal alle ein bisschen flach drücken. Damit es schön Passform hat hier. Und dann geht es auch schon weiter am Grill. Ja. Und der Bräuking läuft, Freunde. Ich habe jetzt den rechten und den linken Brenner so auf kurz nach kleinste Stufe. Wir fahren hier so 160 bis 180 Grad irgendwas in dem Dreh. Ne? Und indirekt, also in die Mitte, kommt jetzt unsere Form. Zack. Ja. Da geht jetzt der Deckel zu. Und dann würde ich sagen, 2 Stunden, 2,5 Stunden, da müsst ihr mal gucken. Wir warten darauf, dass das Fleisch weich ist. Ab und zu mal reingucken, halt mal ein bisschen drehen und bei Bedarf ein bisschen Flüssigkeit dazu kippen. Da könnt ihr jetzt auch wieder Wein nehmen oder was da sonst noch so da liegen habt. Und ansonsten schnappt ihr euch ein Bierchen. Ja, Prost. Und dann tut er so am Grill, als wenn ihr eine Menge zu tun habt und eine Menge zu kontrollieren habt. Ne? Wir sehen uns später. Ja, Bam, Freunde, Zeitsprung. 2,5 Stunden exakt später und ich habe gerade schon mal reingeschmult. Es duftet hier fantastisch und es sieht richtig geil aus. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja. Guck mal. Sieht das genial aus, Freunde? Sehr, 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 sehr schön. So, alles schon, ja. Ist Mupfi. Ihr könnt das jetzt so essen, auf den Teller packen oder ihr macht das wie ich und zerreißt euch das noch. Wir machen das mal ein bisschen kleiner. Also einfach mit den Claws hier auseinanderreißen. Kleine Stücken draus machen, Freunde. So, die erste Hälfte habe ich schon mal zerrissen. Ist jetzt kein Pulled Pork, da ist jetzt noch Biss drin. Aber ein bisschen kleiner machen, damit ihr besser belegen könnt. Ich fange jetzt trotzdem schon mal an und probiere hier mal so ein Oil. Schön Zwiebeln. Rummelfleisch, Freunde. Rummelfleisch. So, Serviervorschlag meinerseits. Schnappt euch ein Stück Baguette, nehmt euch ein bisschen was von der köstlichen Soße. Da braucht ihr bitte nicht sparen. Soße ist King. Ich musste übrigens nichts nachkippen, ne? Reicht völlig aus mit der Soße, mit der wir gearbeitet haben. So, zack. Und jetzt schön voll machen mit Fleisch und Zwiebeln. Guck mal. Das wird gleich wieder eine Sauerei, aber eine richtig leckere. Oh, schön suffig machen. Richtig schön klitschig. Und ganz zum Schluss, Freunde, Sour Cream. Die weltbeste Sour Cream.
Video verlinke ich euch gerne nochmal hier oben, sollte die jemand noch nicht auf dem Schirm haben, aber die sollte auf jeden Fall nicht fehlen. So, alles zusammengemanscht und dann nochmal rein in der Birne. Ein Traum, Freunde. Dreckig, aber geil. Freunde, ihr habt gesehen, Zwiebelfleisch oder Rummelfleisch ist ganz, ganz einfach. Relativ easy gemacht, würde ich sagen. Und super, super lecker. Wenn es euch gefallen hat, dann macht das nach. Ballert Kommentare über Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unser Shop auch checken. Ihr wisst Bescheid, das war Bobby Nudrenno Barbecue. Rummelfleisch. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Oh, ist das geil.